Hallo und herzlich willkommen zurück bei Neverwinter Nights, wo wir letztes Mal im Hafenviertel ein bisschen unterwegs waren, in der schäbigen Schenke ein bisschen aufgeräumt haben und weitere Hinweise gefunden haben, wo denn der Mann verantwortlich für die Auktion hin verschwunden ist. Es scheint, es gibt wieder zwei Wege. Wir können einmal zu den Aquädukten gehen und irgendwie da und irgendwie anhand dessen den erreichen. Der andere ist, wir können über das Handelshaus Silbersäge, wo wir gerade daneben stehen, die Person erreichen. Ich habe gerade schon wieder vergessen, wie er heißt. Kallik war der Untergebene. Wengaul, genau, Wengaul war der Name. Hier hinten geht es anscheinend zu diesen Aquädukten. Da müssen wir irgendeinen streng geheimen Handschlag anscheinend beherrschen. Ja. Schauen wir mal. Erstmal schauen wir, was hier in der Ecke los ist. An Loot natürlich. Zum Beispiel noch wieder ein Scheiterhaufen. Das ist zu schwer für mich. Hä? Was zum Henker? Wieso ist denn das auf einmal zu schwer für dich? Ist irgendwie gerade Buffs ausgelaufen oder sowas? Okay, Moment. Ich glaube, diese Wurfäxte sind ganz schön schwer. Ja, die Wurfäxte sind tatsächlich ganz schön schwer. Ich könnte natürlich auch jetzt hier zum Händler unseres Vertrauens gehen und da was machen. Hier ist übrigens auch das Androth-Anwesen. Wer sich dunkel erinnert, wir hatten mal in der Mondsteinmaskatten von Ophalia Cheddarstorm den Auftrag gekriegt, in diverse Anwesen einzubrechen, um irgendwelche Kunstgegenstände zu besorgen. Eines von denen ist hier. Ich werde das aber glaube ich nicht jetzt machen, sondern ich werde das dann alles an einem Stück machen irgendwann mal. Ich glaube, wir schauen jetzt erstmal hier bei diesen Aquädukten nach. Aber ich glaube, ich werde erstmal rasten. Unsere Buffs sind ausgelaufen und sowas alles. Ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, mal wieder zu rasten. Jo. Und dann schauen wir, was weitergeht. So. Los geht's. Zumindest ein bisschen unschlüssig, ob ich irgendwie schaffe, beide Wege lang zu gehen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier durch die. Der Gegenstand ist versperrt. Echt? Oh. Ich dachte, wir könnten hier lang gehen irgendwie. Seltsam. Ich dachte echt, wir könnten hier lang gehen. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Moment. Hafenviertel Unruhen. So, laber, laber, laber. Offenbar hat Renai gesagt, dass er in schwierigen Zeiten im Handhaus Silbersäge finden könnte, als Anhänger einer Schlüssel dienen kann. Okay. Dann gibt es auch wieder nur Hinweise auf Handelshaus Silbersegel. Achso, dann hat er gefunden, nur Anstein lässt sich schließen, dass diese Mystery Gegenstände dann angeblich ein Heilmittel für den heutigen Tod darstellen soll. Kallix Männer sind jetzt zu Wengaus dargestellt in den alten Aquädukten unterwegs. Dazu müssen wir durch eine magisch versperrte Tür im Wartungsgebäude im Nordwesten des Viertels vordringen. Okay, was ist diese Tür? Kann ich die aufschließen? Oh. Ja, gut, wir können es einfach aufschließen. So. Hallo? Hallo! Das hier ist Gebiet der Blutsäckler. Verschwendet! Hallo! Ich will aber durch. Oh! Greif mich einfach an. Was ist da los? Das ist wieder nur ein Dulli-Magier. Oh, der Leute macht mich ganz schön kaputt. Ja, ich werde nicht dir gehören. Tschüss. So. Jetzt bufft die nur erstmal, okay. Interessant.
Tja, die Nässer rollen. Nee. Kleiner Schild. Interessant. So, kommen wir jetzt hier irgendwie noch weiter oder nicht? Jetzt haben wir hier irgendwie... Oh. Gegenstand verloren, Anweisung von Kallik, okay. Okay, also brauchen wir das nur für die Tür hier und nicht irgendwie für die, um an den Leuten vorbeizukommen. Gut, also wie gesagt, wir konnten jetzt wieder... Wir haben jetzt einen Weg, haben wir uns jetzt freigekämpft. Ich werde aber jetzt auch noch ins Handelshaus Silbersiegel gehen, um den anderen Weg auszuchecken. Wegen, ne? Ich glaube, die Thematik hatten wir schon mal. Wenn das Spiel mir mehrere Wege gibt, dann... Beides. Hier soll der Kampf angeblich ein bisschen schwerer sein, als wenn man durchs Handelshaus Silbersiegel geht. Betonung aber auf das Soll, wie wir noch sehen werden. Aber schauen wir mal. Erstmal gehen wir ins Handelshaus Silbersiegel jetzt. Und gucken, ob wir uns da nicht noch auch einen Weg machen können. Das war doch dieses hübsche Gebäude hier, oder? Hallo? Ja. Zutritt verboten, Schädlingsbefall. Ja, dann nehmen wir, da machen wir uns nichts draus. So. Lalala. Und Feuer. Da sind noch ganz schön viele Schädlinge hier. Feuerkäfer befallen. Okay, Lino räumt auf. Dadurch, dass die manchmal zu mir laufen wollen, kriegt sie Gelegenheitsangriffe, kann dann doppelten Angriff machen und all sowas. Also sicherlich als Nahkämpfer ist das ein bisschen geiler hier. So, alle weg. Alle Römer tot, gewissermaßen. Jetzt geht es hier irgendwie nach da und nach da. Ich glaube, wir gehen erstmal nach oben. So, was haben wir hier denn Hübsches? Hallo, noch mehr Schädlinge hier? Hier sind die Ghostbusters, ich meine die Schädlingsbusters. Der Tod wird euch holen! Hirschkäfer, die sehen ein bisschen stärker aus. Okay, sie halten bis auch ein bisschen mehr aus tatsächlich. Lino. Machen ganz schön Schaden, die Jungs. Ja, ich bin dann mal weg. Ja, war schön mit euch da oben. Die folgen mir. Gewitzt. Ihr könnt nicht gewinnen. Gewitzte Leute. Na gut, dann ich komme gleich wieder. Tschüss. Ha. Ich kann den. Das war immer interessant. Da hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, dass die komischen Hirschkäfer uns schon kaputt machen. Na gut. Tja, wenn wir eh schon mal hier sind, dann können wir mal hier identifizieren. Kleiner Schild plus 2. Ah, cool. Kann ich hier zu dem Schwert dazu tun? Ich meine, dazu kommen wir das zu benutzen. So. Gut, dann rasten wir jetzt hier. Ich bin nicht sicher, was da gerade passiert ist, dass Lino da so schnell hops ging. Ich meine, wir waren schon so ein ganz bisschen angeschlagen, aber trotzdem. Gut, vielleicht könnte ich sie natürlich auch buffen. Ich könnte sie mit katzenhafter Anmut beglücken zumindest. Moment, das kam jetzt falsch rum. So. Nehme ich den Schaden für mich. Defensive für sie, danke. Dann versuchen wir das nochmal. So kommt es ein bisschen unprofessionell, wenn man hier stirbt, aber... Also, stirbt nicht, aber halt irgendwie so taktischen Rückzug mithilfe vom Rückrufstein machen. Sag mal... Deine Mutter treibt's mit Ziegen, Junge. So. Gut, versuchen wir das nochmal. Die Hirschkäfer machen uns kaputt. Wenn sie so traurig wäre es fast schon lustig, aber nicht sicher, was da passiert ist. Vielleicht irgendwie ein paar Mal schlecht gewürfelt und dann, ja. Ich meine, die machen ganz gut Schaden, aber die treffen nicht so besonders gut eigentlich, dachte ich. War ich bisher immer in der Annahme, dass das so wäre. Oh, da kommt ein Hirschkäfer.
Lino? Der Tod wird euch holen! Wir sind aber ganz schön lästig, die Viecher. Lino, kannst du offen so zaubern, bitte? Was zum freaking Geier ist denn mit denen heute los? Tja, ich nehme das jetzt so hin. Also ich bin schon wieder fast tot, weil die Krankheiten verteilen aus irgendwelchen mir nicht ganz bekannten Gründen. Was ist hier kaputt? Ihr könnt nicht gewinnen! Also ich habe die schon als ein bisschen stärker als Standardgegner in Erinnerung, aber nicht so stark. Also, das ist ja fast schon lächerlich. Und du kannst mal auf uns so zaubern, Nietz. Mann, Mann, Mann. So, habe ich irgendwas, um Krankheiten zu heilen? Genesung, ja. Person, nee. Laber. Klarheit, teilweise Genesung. Gift neutralisieren, nein, das ist alles nicht das Richtige. Ich würde mich schon wieder bei Aribit vorbeitingeln. Die denkt auch nur hier so, ey, was machen die ganze Zeit? Sind ständig hier, schwer verletzt und, so. Aber es ist fast die einzige Möglichkeit jetzt hier. Weil sonst, wenn ich einfach bloß raste, dann behalte ich die scheiß Krankheit. Einer der... Ich glaube... Überaggressive Hirschkäfer. Seltsam. Jetzt habe ich da die Erfahrung von den Hirschkäfern nicht bekommen, weil die wahrscheinlich von den Wachen umgebracht wurden. Und wenn die Wachen was umbringen, dann kriege ich da keine Erfahrung von, aber... Egal, ich hätte natürlich auch einfach den Kampf sein lassen können. Dann hätte ich genauso viel gehabt. Seltsam. So. Gut. Ich höre immer noch irgendwelche komischen Geräusche. Aber anscheinend bilde ich mir das nur ein. Yay, eine Kiste. Wahrscheinlich mit einem mächtigen Zauber, der uns mit einem Schlag umbringt. Das war eigentlich als Witz gedacht. Ja. Gut. Jetzt ist hier das Problem ist hier so ein bisschen irgendwie einen Ort zu finden, der weit genug von der Kiste weg ist, wo man trotzdem noch Sichtlinie zur Kiste hat, dass die Kiste eigentlich röstet. Ja, also jetzt buchstäblich röstet. Wird aber gut rumgefailt hier heute in der Folge. Ich sehe das schon kommen. So. Dankeschön. Dumme Kiste. Ist wahrscheinlich nur irgendein Scheiß da drin. Naja, ein Jadering und Drachenblut immerhin. Also schon ein bisschen besserer Scheiß, aber... Ernsthaft, Kisten mit Fallen, die 60 Schaden machen. Ist klar. So, Dino, wir gehen weiter. Lass uns von diesen komischen Hirschkäfern nicht abhalten. Riesenspinne, ja. Der Tod wird euch holen! Zum Glück keine aufgeblähte Riesenspinne. Nur eine Riesenspinne? Ach, die hält gar nicht so viel aus. Okay. Na gut. Ich habe nichts gesagt. So. Und weiter geht's. Ups. So, hier ist auch noch eine Tür mit einer Falle, natürlich. Warum auch nicht? Yay. Bin für ein paar Runden betäubt. Ja, was bei euch so los hier heute? Wir failen hier heute richtig übelst rum. Oh, ich hatte nur 8 Würfel mit... Ja, ist typisch. So. Hallo, Schwertspinne. Inu, do something.
Okay. Ich dachte immer, die Schwertspinde wären gefährlicher als die Hirschkäfer, aber anscheinend habe ich mich geirrt. Was sieht denn noch eine Rüstung? Eine schwere Armbrust. Kettenhemd plus 1. Oh. Gar nicht schlechtes Zeug, was hier rumliegt. Schutzumhang gegen Ordnung. Aha. Okay, Gold. Ist ja alles noch relativ harmlos hier, bis auf die komischen Hirschkäfer. Da ist wieder eine Falle. Achtung, Lino, bitte nicht da reinlaufen. Ah ja, hallo aufgeblähte Schreckenspinne. Nummer 388. Linu. Das ist zu schwer für mich. Naja, jetzt ist hier natürlich die Falle gelaufen. Ich hätte es kommen sehen müssen. Oh-oh. Ja, danke. Meine Fans. Ich habe gerade vorher gespeichert, ne? So, dann können wir das jetzt nochmal machen, ohne dass du durch die Falle auf dem Rückweg läufst. Also am besten, dass du einfach den Gegner mal angreifst, anstatt dumm in der Gegend rumzustehen. Tut mir leid. Das musst du dir jetzt auch mal anhören. Wenn du wirklich nichts aufmachst hier. Ihr werdet rumstürzt. Ihr werdet fallen. Linu, sag mal, mach was. Ich bin total unschuldig. Ich war's nicht, Linu war's. Sie vergiftet natürlich, direkt beim ersten Angriff. Isla. So, schaffen wir es. Ja, nee. Geht gut ab heute hier. Ich sehe schon, ich sollte die Nummer gegen jemand anderen tauschen. Langsam wird nämlich ihr eigentlicher Vorteil so ein bisschen zum Problem, wenn sie sich beim Heilen umbringen lässt. Nicht gedacht, dass ich hier so lange stehend überlebe. Ja, gut. Jetzt nochmal drauf schießen. Und nicht mit 2 Schaden. Ja, gut. So. Einmal versuche ich es noch. Dann probieren wir was anderes. Dann könntest du bitte mal früher angreifen. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, dass du nicht angreifst. Das ist auf jeden Fall ein bisschen peinlich. Könnte ich auch mal irgendeinen anderen Scheiß versuchen. Das ist natürlich auch eine Option. Aber so viel krassen Scheiß habe ich jetzt leider auch noch nicht. Also, naja. Versuchen es noch einfach nochmal so. Jetzt bitte einmal mit direkt angreifen. Nicht irgendwie da Gegner rumstehen lassen, sondern angreifen. Jetzt doch, ja, wieso? Hier nur, du stehst wieder rum. Dann tank ich die jetzt halt, mein Gott. Okay, danke. Moment. Ich hab Heiltränke. Heiltränke zieht man so lustigerweise keinen Gelegenheitsangriff, anders als wenn man Heilzauber spricht. Deswegen mit Gefährten KI-Mods auch eine durchaus gute Strategie ist, den Gefährten Heiltränke zu geben, damit die sich selber heilen können. Aber ich kann hier meine ganze Heiltränksammlung natürlich nicht geben. Weil. Wegen. Ne? So. Haben wir das. Dann muss ich jetzt halt tanken. Blöd. Hatten wir nicht irgendwas gegen Vergiftung? Da. Cool. So, weiter geht's. Teilweise Genesung und Feldspat, ja. Ich höre schon wieder Spinnengeräusche. Mir gefällt's nicht. Noch eine schwere Armbrust. Sag mal,
Soll ich mit so viel schweren Armbrüsten? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. In die Aquädukte. Oh Mann, was bin ich überrascht. So. Warte. Nein, wir gehen nicht über diese schönen Brücken. Mino, hierher. Da liegen nämlich Fallen vor diesen Brücken. Die Brücken sind nur dazu da, um dich zu natzen, gewissermaßen. Geht durch das Wasser. Bombardierkäfer. Ich hoffe, das ist nicht wörtlich gemeint. Vielleicht sollte man sie Säurespuckkäfer nennen oder sowas. Einer der wenigen Gegner, die tatsächlich mal Säureschaden benutzen. Passiert selten genug. Danke. So. Ich glaube, ich nehme auch mal vorsichtshalber einen Heiltrank. Ich glaube, die größte Bedrohung ist vorbei, aber ich habe eh zu viele von diesen Heiltränken. So, läuft. Gut. Da ist eine Tür, da hinten sind noch irgendwelche anderen Sachen, aber was hier sonst noch so los ist, finden wir, glaube ich, dann in der nächsten Folge raus. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.